Jörg, wie geht's dir? Ja, so alles in Ordnung. Es ist halt jetzt viel Selbstmotivation nötig, weil man eben ein Trainingsprogramm machen sollte, damit man dann fit ist, wenn es wieder weitergeht. Und ja, die Motivation habe ich noch, also es ist alles in Ordnung. Bist du in Graz oder in Wien? Na, ich bin in der Nähe von Wien bei meiner Mutter daheim, weil wir waren am Wochenende, bevor die Ausgangsbeschränkungen gekommen sind, waren wir da und wir haben dann gleich beschlossen, dass ich da bleibe, weil da habe ich einen Garten zur Verfügung. Da kann ich dann das trainieren, was ich fürs Dortmund-Training auch brauche. Und ja, da habe ich die besten Voraussetzungen, deswegen bin ich gleich da geblieben. Es ist irgendwie so eine unreale Situation. Hast du dir jemals vor dieser Situation Gedanken gemacht, dass irgendwann einmal sowas eintreten könnte? Na, nicht einmal annähernd. Also darüber mal nie Gedanken gemacht. Ich glaube, relativ wenig Leute haben sich über sowas Gedanken gemacht, dass es das wirklich passieren könnte. Und es ist jetzt da auch, wenn man schon ja, 2,5 Wochen jetzt eigentlich daheim mehr oder weniger eingesperrt ist, ist das trotzdem irgendwie ein komisches Gefühl, dass man es noch nicht ganz wahrhaben will, dass man eigentlich wegen dem Virus nicht dem nachgehen kann, was man eigentlich machen will oder wie man normalerweise sein Leben gestaltet. Abgesehen von dem Heimprogramm, wie schaut dein Alltag jetzt aus eigentlich? Eigentlich, dass man sich hauptsächlich darüber unterhaltet, was man als nächstes kocht. Na, ja, ich lese halt jetzt viel, weil, oder schaue mir Serien an, weil die ganze Zeit nur Sport machen geht auch nicht, weil irgendwann sagt der Körper, dass er auch ein bisschen Ruhe braucht. Und ja, sonst ist halt meine Freundin und meine Mutter da und so oft sehe ich die beiden ja auch nicht, dass ich jetzt einfach genug Zeit habe, mich mit ihnen zu unterhalten und mit ihnen ein paar Sachen zu machen. Also, was halt alles im Haushalt möglich ist. Du hast gerade gesagt, dass du ein paar Sachen mit deinen Angehörigen machst. Für was hast du jetzt noch Zeit, was du schon immer machen wolltest, wo eigentlich davor, weil du ja in Graz bist und immer im Trainingsbetrieb oder halt kaserniert, weil Spiele stattfinden, für was findest du jetzt Zeit? Ja, man braucht nicht alles so extrem durchstrukturieren, wie man sonst hat. Man weiß halt jetzt, hey, wenn ich mal irgendwie länger wach sein will, bleibe ich länger wach und muss mir keine Gedanken machen, dass am nächsten Tag ein Spiel oder Training ist. Und vor allem auch im Trainingsumfang kann man ganz anders steuern. Ich kann jetzt einfach mal auch gewisse Dinge im Training machen, die ich in einer Meisterschaftsphase nicht machen kann, weil du einfach schauen musst, dass du am Wochenende auch fit bist. Das ist mal der eine Punkt und sonst komme ich halt dazu, dass ich mal ja auch mich hinsetze und über mehrere Stunden irgendwas konzentriert lese und was recherchiere, ohne dass ich jetzt irgendwie weiß, jetzt muss ich dann zum Training und muss mir jetzt keine Gedanken machen, wenn ich irgendwo die Zeit ein bisschen aus dem Blick verliere, hat das überhaupt keine Konsequenzen aktuell. Machst du eigentlich dein Fernstudium noch? Naja, Fernstudium ist es eigentlich nicht direkt. Ich mache es ja in Graz an der Uni, aber ja, ich bin jetzt ja gerade dabei, dass ich mich für Prüfungen vorbereite. Es ist halt jetzt auch schwierig, motiviert zu bleiben, wenn man nicht weiß, wann die Prüfung jetzt wirklich stattfinden wird, weil ich glaube, die im Mai kann ich auch mal streichen, dass da jetzt viel passieren wird. Ich bereite mich dann eher für den Juni vor, aber schauen wir mal, vielleicht gibt es auch ein Online-Angebot. Ich muss das alles nochmal ein bisschen genauer recherchieren, aber ich bin ein bisschen am Vorbereiten und hoffe, dass ich dann zeitnah reinstarten kann in das Ganze. Schauen wir weiter in die Zukunft. Europameisterschaft, die ist jetzt verschoben worden. Wie siehst du die Verschiebung auch persönlich für dich? Weil Teilnahme an der Europameisterschaft ist ja schon auch immer ein Ziel als österreichischer Tormann. Ja, ich bin halt wieder ein Jahr älter, aber das macht für mich kein Problem. Aber ja, grundsätzlich kann ich halt zeigen, dass ich ein Jahr länger zeigen, dass ich eine gute Konstanz in meinem Spiel habe. Also ich glaube, dass ich, seit ich bei Sturm bin, eine gute Konstanz an den Tag lege und dass ich das auch weiterhin zeigen kann, dass man sich halt immer auf mich verlassen kann und dass es bei mir kein großartiges Auf und Ab ist, sondern eine stetige Entwicklung und ja, dass bei mir keiner überrascht sein muss, was dann in einem Jahr sein wird. Also ich gehe mal davon aus, dass ich da mein Niveau gut halten werde und ich hoffe halt, dass dann eine Einladung kommt zu ihm. Eine Sache, die ich fast ansprechen muss, weil es eine Sondersituation ist jetzt, der Vertrag läuft im Sommer aus. Wie geht man da eigentlich als Spieler jetzt damit um? Weil es ist ja eine Sondersituation für den Verein, aber als Spieler auch. Ja, natürlich ist eine Ungewissheit da. Man weiß halt nicht, wie wird es weitergehen, weil man jetzt eben auch nicht weiß, wie die Meisterschaft ausschauen wird. Also jetzt ist einfach, hängt viel in der Luft. Ich glaube, das ist nicht nur bei mir so, das ist allgemein im Fußball gerade so und auch komplett in der Gesellschaft so, dass keiner weiß, wie wird es weitergehen, weil keiner sagen kann, zieht sich das jetzt noch über 1 Monat, 2 Monate, 3 Monate oder vielleicht auch länger. Und ja.
Gespräche relativ gut waren, bevor die Corona-Krise gekommen ist und wir uns eigentlich schon nahezu einig waren, bin ich guter Dinge, dass wir, sobald man ein bisschen planen kann, auch eine Übereinkunft treffen werden. Und ja, ich bin deswegen noch ein bisschen ruhiger, als was ich wäre, wenn ich überhaupt keine Ahnung hätte, in welche Richtung das gehen könnte. Jetzt ist übrigens der Ton auch besser geworden gerade, fällt mir gerade auf. Sehr okay. Gut. eine Fanfrage, weil wir haben ja gestern auf Facebook aufgerufen, Fragen einzuschicken. Im Falle eines Abbruchs der Saison, wie würdest du damit umgehen und was würdest du für die nächste Saison mitnehmen, war eine Frage. Ja, für die nächste Saison mitnehmen ist schwierig, weil ich eben, wie wir gerade vorher geredet haben, nicht weiß, wohin der Weg geht, wie das dann ausschauen wird. Wie halt in den Medien auch schon rausgekommen ist, wird es dann für die Vereine alles ein bisschen schwierig. Keiner weiß, wie die Vereine finanziell dastehen werden und wie überhaupt weitergespielt werden. Aber schön wäre es, wenn man jetzt im Mai vielleicht wieder zum Spielen kommt und dann sieht man halt, ja, wie schnell kann man wieder in einen Meisterschaftsbetrieb als Spieler reinkommen, wenn man davor eigentlich 1,5 Monate sich selber fit gehalten hat. Und das ist sicher was davor noch nie gegeben hat. Und da kann man jetzt gut sehen, wie das für alles sein wird. Und das kann man vielleicht mitnehmen. Und ansonsten kann man vielleicht für die nächste Saison mitnehmen, dass man einfach nichts für gegeben nimmt, dass sich innerhalb von ein paar Tagen das ganze Leben eigentlich ändern kann. Ein Bekannter von dir hat mehrere Fragen eingeschickt, das hast du vielleicht auch gesehen. Da gibt es ja mir einen lustigen Sidefact, der Matthias Nemetz. Die Mama von Matthias Nemetz war nämlich meine Englischprofessorin. schöne Grüße auf dem Weg. Der hat gefragt, wie du dir die Zeit aktuell vertreibst, also deine Freizeit. Und ob es Spiele gibt, die du empfehlen kannst. Die nehmen wir mal an Golf, nachdem der Matthias auch begeisterter Golfspieler. Ja, Golf ist relativ. Die Golfplätze sind ja auch gesperrt. Ich werde jetzt dann in den nächsten Tagen vielleicht im Garten mal einen kurzen Spiel ein bisschen üben. Schadet man sicher nicht, aber ansonsten, ja, ist ja auch der Matthias auch ein Teil meiner Beschäftigung, weil wir ja gemeinsam ein paar Spieleseiten herausgefunden haben im Internet, wo man halt die Brettspiele, die man normalerweise so in Gesellschaft spielt, übers Internet spielen kann. Und ja, mit dem vertreibt man natürlich auch am Abend die Zeit, weil man dann halt auch ein bisschen Kontakt zu seinen Freunden halten kann. Und ja, das ist halt dann ein, ja, wie soll man sagen, ein bisschen ein soziales Leben, das man dann hat mit dem Ganzen. Vielleicht kannst du uns ein Video von deinem kurzen Spieltraining durchschicken. Es schaut sicher lustig aus im Garten. Ja, werde ich euch auf jeden Fall zukommen lassen. Kein Problem. Generell Golf, ist das eigentlich so ein Ausgleichssport für dich, wo man, also ich spiele selber mehr schlecht als recht, aber ich merke einfach, dass die Staubschicht schon wegputzt von deinem Schläger. Nein, die ist jetzt wieder oben. Ah, okay, hängt jetzt wieder. Aber ich merke einfach beim Golfspielen, dass man sich extrem aufs Spiel konzentrieren muss und deshalb so ein bisschen den Alltag quasi beiseite legen kann. Ist das bei dir auch so, dass du da ein bisschen abschalten kannst? Ja, es kommt dann auch oft darauf an, mit wem ich spiele. Also wenn ich mit dem Schrammi am Platz bin, dann ist es immer Wettkampf, weil da will keiner verlieren. Aber natürlich konzentriert man sich sehr auf das, was man tut, weil einfach im Golf ist es nochmal, da wird jede Kleinigkeit bestraft. Da ist wirklich, wenn man ein bisschen unkonzentriert ist, kann man schon dann ja mit einem Schlag das ganze Loch verhauen und deswegen ist man schon sehr konzentriert und da vergisst man viele andere Dinge, über die man vielleicht sich zwischendurch Gedanken macht und ja, man ist halt auch viel in der freien Natur und deswegen ja, mache ich es gern und finde es einfach ein super Ausgleich. Aber Fanfragen haben wir noch. Jo. Ob du die Verschiebung der EM als größere Chance für dich siehst, in den ÖFB-Kader zu kommen, ich glaube, das haben wir eh schon geklärt, dass du wieder ein Jahr älter bist, was als Tormann ja jetzt nicht unbedingt ein Nachteil sein muss. Nein, also ich glaube, ich bin gerade noch in einem Alter, wo ich noch nicht von der Pension reden muss, da bin ich noch ein paar Jahre vor mir, also für mich ist es überhaupt kein Thema, dass ich in irgendein Alter komme, wo irgendwas nicht mehr so funktionieren könnte wie vorher. Eine Frage nach der Rückennummer, wieso du die Rückennummer 27 hast? Das war eigentlich meine erste Nummer bei Wiener Neustadt damals und die wollte ich halt beibehalten, aber bei den anderen Vereinen war die dann meistens belegt und wo ich zu Sturm gekommen bin, war es dann wieder frei und deswegen habe ich es dann genommen und jetzt habe ich das für mich auch so als Zeichen der Wertschätzung in Graz gegenüber, habe ich beschlossen, dass ich, solange ich bei Sturm bin, sicher nicht die 1 nehmen werde, weil das war seine Nummer damals, wo ich gekommen bin und das soll einfach jetzt, solange ich
da will ich auch seine Nummer bleiben. Und ja, das ist für mich einfach so ein Zeichen, dass es einfach auch cool war, noch die eine Saison mit ihm zu spielen. Aber das Thema hängt jetzt nicht mit deinem Namen zusammen, oder war das? Nein, 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 das war ja zufällig. Es war ja damals so, welche Nummer war frei und die ich bekommen. Als Junge kannst du nicht so viel aussuchen. Aber dadurch, dass ich dann mit der Nummer in die Bundesliga gekommen bin, war das für mich klar, dass ich die beibehalten will. Weitere Frage, mit welcher Mitspieler dir am meisten fehlt? Und da hänge ich gleich noch dran, mit wem hast du eigentlich Kontakt zurzeit? Ja, Kontakt habe ich schon vereinzelt mit Spielern. Es waren auch viele Dinge zum Abklären. Das heißt, ich habe sehr, sehr viele Spieler zwischendurch mal gehört. Aber natürlich ist noch der engste Kontakt zu meinem Golfbuddy in Schrammi, weil sitzen wir beide daheim, können den Golfschläger nicht wirklich schwingen. Das ist ja so auch ein bisschen zart und das ist halt, ja, jetzt ist halt schwierig, dass man kann mit den Kollegen auch nur über Video Kontakt halten. Das ist halt auch nicht dasselbe, als wenn du dich jeden Tag in der Kabine siehst. Also schon ein bisschen was anderes. Letzte Frage, eigentlich ähnlich zu dem, was du gerade gesagt hast. Wie triffst du dich derzeit mit Freunden, beziehungsweise wie bleibst du mit ihnen in Kontakt? Eben wie jeder wahrscheinlich. Ja, wie der andere, also nur online. Weil einfach, ich glaube, jetzt ist sie bei den meisten Leuten schon angekommen, dass man einfach daheim bleiben sollte, damit wir vielleicht die Situation so schnell wie möglich beenden können. Und das trägt natürlich dazu bei, dass alle daheim bleiben und hauptsächlich über ja, Online-Kontakt haben, weil treffen, finde ich, geht gar nicht. Und die Leute, die es bis jetzt gemacht haben, sollten sich mal Gedanken machen, ja, was damit anstellen könnten und sollten vielleicht dann einmal auf die Idee kommen, dass das keine schlaue Idee ist und einfach daheim bleiben, weil ich glaube, über gewisse Zeit kann man das verkraften und umso kontrollierter man das alles macht, umso schneller wird es gehen. Dann sind wir eigentlich schon am Ende. Eins ist mir aufgefallen, ich glaube, das ist das erste Interview seit 2,5 Wochen, wo nicht das C-Wort fällt. Ich glaube, ich habe es geschafft, kein einziges Mal Corona zu sagen. Nein, glaube ich auch nicht. Ich habe zwar einmal von der Krise gesprochen, aber das Corona. Ja, yeah, also das Unwort 2020 ist eh schon fixiert. Homeoffice oder Corona auf jeden Fall. Naja, das Homeoffice wird sich in den nächsten Jahren, glaube ich, durch die Situation vielleicht ein bisschen vermehren, aber ich hoffe, dass wir das Wort nicht mehr oft gebrauchen müssen in den nächsten Jahren. Zumindest nicht in so einem Zusammenhang. Nein. Also in anderen Zusammenhängen, dort wo das Wort noch vorkommt, ja, das kann man dann schon, wenn man sich mit Freunden trifft, kann man es dann ab und zu verwenden. Ja, da nehmen wir aber bunte Gamma, deswegen können wir es wieder nicht. Ja, das ist richtig. Also da kannst du jetzt einen Schnitt machen. Gut, dann auf jeden Fall danke fürs Interview, dass du dir Zeit genommen hast und ja, schöne gerne. Zeit noch zu Hause, so schön, dass es halt geht. Ja, danke ebenso, dir auch. Und ja, allen anderen Schwarzen auch noch eine schöne Zeit daheim. Genießt doch mal die entschleunigte Zeit. So oft werden wir sie in der Zukunft auch nicht haben und machen wir das Beste draus.